Okay. So, ich heiße euch alle herzlich willkommen zum jetzt insgesamt vierten German Mother Translation Stream Dings, in dem ich live Mother 3 übersetzen werde. Nochmal um ganz kurz, wie immer eigentlich, die ganze Situation hier zu erklären. Hier ist der Spielscreen, ganz offensichtlich, hier spiele ich das Spiel. Hier ist der Chat. Und nun kommt hier das Übersetzungsprogramm. Erstmal muss ich das Skript natürlich laden, habe ich wieder total vergessen. So, um euch das kurz wieder mal zu erklären. Das hier ist der Text, der englische Originaltext, den ich übersetzen möchte oder muss. Und das hier ist dann der Part, in dem der deutsche Text drinsteht. An dieser Stelle ist der aktuelle Block, der übersetzt werden muss, der aktuelle Textblock. An dieser Stelle die aktuelle Textzeile. Und hier wiederum ist dann einfach als große Vorschau, wie es nachher dann im Spiel aussehen wird. So, letztes Mal waren wir quasi kurz vor dem Ende von Kapitel 1. Wir sind so ziemlich, kurz vor dem nächsten Boss. Und machen jetzt auch mal direkt weiter. Und es ist natürlich wie immer so, wenn ich eine englische Zeile sehe, weiß ich, aha, den Textblock muss ich übersetzen. Dann werde ich das kurz im Textfile suchen und dann den Textblock einfach übersetzen, bevor es dann richtig weitergeht. So. Und hier sehe ich schon, das ist wahrscheinlich auch die einzige Zeile, die ich übersetzen muss in dem Block. Schauen wir mal, wo ich das finde. Some strange stuff. Ah. Genau. Mit den 421. Das ist nichts. Das ist auch nichts. Okay. Das ist eigenartig. Warum ist hier nichts? 421. Hier steht 428. Okay, was ist denn jetzt los? Naja, soll mich mal nicht weiter stören. Der Text ist da und übersetzbar und wird auch jetzt übersetzt. So genau, wenn jetzt hier, so wie hier, nur lauter Ws dastehen, das ist quasi die maximale Breite, wie breit ein Itemname oder auch Charaktername maximal sein kann. Einfach zur Orientierung, wenn jetzt der Text umgebrochen werden muss oder so. Garbage Truck. Müllwagen oder Mülllaster? Mülllaster. So.
Das nervt mich jetzt ein bisschen, weil das Zeug ist überall eigentlich sonst nirgends da. Hängen ein paar Sachen rum. Mhm. Schreiben wir einfach mal hier Block 482. Noch 20.2. Auch 20.2. Damit ich schön weiß, wo was ist. Ja, der Staff Entrance, der. Ah, hallo Roxas, schön dich wiederzusehen. Alter, Leertaste MAL. Was ist denn heute mit meinen Händen los? Ja, ist kein Problem. Ich meine, ich habe auch, glaube ich, eine Minute später angefangen. Ja, ne, finde ich nämlich auch. Aber die sind da halt auch schon so ewig lang dran. Ich hoffe, das wird wirklich irgendwann mal fertig. So wie meine Übersetzung. Oh nein, Wortwitz. Leaking and Reeking. Wo ist mein Englisch für das Buch? Raus. Für den normalen 3DS? Ich dachte nur für den New 3DS. Hast du es mal ausprobiert, ob es auch funktioniert? Nicht, dass du jetzt 10 Euro umsonst ausgegeben hast. Was reimt sich auf Spicken?
Dann probier's am besten mal ganz kurz aus, weil, wie gesagt, ich glaube, dass die Super Nintendo-Spiele nur auf dem New 3DS funktionieren. Und da aber ja beide 3DS-Varianten den gleichen eShop ansprechen, ist es natürlich möglich. Ja, sonst kaufst du halt ein New 3DS, das ist sowieso wert, finde ich. Aber normalerweise müsste da auch das dran stehen, dass es nur da und da funktioniert. Da musst du den Text auf jeden Fall durchlesen. So, wie übersetze ich das jetzt? Sicher, dass da nichts steht. Ich habe jetzt mein 3DS gerade nicht vorrätig. Wie gesagt, probier es einfach mal aus. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Also Nintendo hatte im Director letzt, glaube ich, ziemlich deutlich gesagt, dass es nur auf dem New 3DS funktioniert und nicht auf dem normalen 3DS. Normalerweise sollte da eine sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da im Beschreibungstext eine sein sollte. Hallo Klaus Lukas Flint. Hey, letztes Mal war ja auch mehr als nur du. Waren auch mehr Leute als nur du da, glaube ich, ne? Oh, wie kommt es, dass der mir hier das 21 zeigt. Ah. Ich habe ein Lukas Amiibo. Habe ich mir erst kürzlich gekauft. Sollten eigentlich da sein. What the f. Warum ist es so? Warum ist es so komisch? Was stimmt hier überhaupt nicht?
Das ist nett, Klaus Lukas Lind. Und ich habe eine Menge Amiibos. Mein Schrank ist voll mit Amiibos. Ich will eigentlich die Smash Bros. Amiibos noch alle fertig kriegen und dann mit Animal Crossing anfangen. Und jetzt habe ich mir trotzdem noch 4 Animal Crossing Amiibos geholt, weil ich bin halt so ein Opfer. So, warum ist es jetzt so? Das ist total falsch. Das hier ist eigentlich Zeile 1 von Block 428. Moment. Um euch das mal zu zeigen, hier, das ist jetzt das Textfile, das ich gerade durchgehe. Hier ist 421. Da ist das Ding mit dem Strange Stuff, was jetzt gerade hier im Text auch steht. Und jetzt habe ich das Problem, dass dieser Text aber in Block 428 ist. Und das verwirrt mich gerade extrem. Genauso das mit dem Garden Item. Wo ist das denn jetzt? Das hier ist mein. Hier, Garden Item und so weiter. Diese zwei Zeilen. Das ist auch in 428. Und dann der erste von 428 ist Zeile 2 von 428. Ich bin gerade irgendwie total verwirrt. Aber ich mach's einfach mal so weiter. Okay. Boop. Halt. Gameaufnahme. So. Weiter. Ups, da kann ich nicht überspringen. Da ist halt viel Text. Der ist halt jetzt nicht so schön aufgeteilt wie im Programm. Es ist halt eine Menge Text. Hier irgendwelche Texte. Nee, alles in Ordnung. Achso, und ich sollte vielleicht jetzt auch noch ganz kurz nebenbei anmerken, meine Charaktere sind alle auf Level 99, weil ich will ja das Spiel übersetzen und nicht, zumindest noch nicht wirklich spielen. Ich spiele es nur, damit ich es quasi storymäßig Stück für Stück übersetzen kann. Und ja, und nicht die ganze Zeit nur im Programm rumgraben muss und suchen muss, welcher Text ist jetzt wo und was und bla. Ups. So, nächster Speicherpunkt. Ja, die Bug Room. Den habe ich mir gleich eingerichtet gehabt. Cutscene, bla bla bla. Das versetzt. Und auch wieder, ich merke es einfach jedes Mal kurz an. Hier steht jetzt A, Kinderschuhe erhalten. Das A kommt nachher weg. Das ist quasi so ein, wie sagt man da, Pronomen? Sowas wie der, die, das und so weiter. Und das haben die englischen Übersetzer schön eingebaut, aber leider ist es für die deutsche Übersetzung nicht zu gebrauchen, weil deutsche Grammatik einfach anders funktioniert als englische Grammatik. Auch Deutsch, das ist gut. Auch Deutsch. Gut. Ein Cutscene. Das ist der andere Schuh. Bla bla bla. Bla bla bla. Bosskampf. Der geht allerdings schnell. Ich habe noch nicht alle Kampftexte übersetzt. Hier ist es gerade Zufall, weil ich glaube, das ist einer der ersten Kampftexte, die es gibt. Und ungefähr 2/3 der Kampftexte fehlen noch. Jetzt wieder auf Englisch. Mal gucken. Nein. Nee, so. Hm. Don't do it. Ausrufezeichen. 343. 343.
Oder auch nicht. Was ist denn da jetzt los? Letztes Mal, jetzt muss ich, ich muss mal ganz kurz anders machen. Ich muss irgendwie, immer speichere ich das Neue. Next 2. Genau. 343. Nee, tatsächlich, das ist so. Komisch. Es ist aber auch gut, dass es an Earthbound erinnert, finde ich, weil, ja, wie gesagt, Earthbound Zero ist nicht mehr so leicht spielbar heutzutage. Es ist halt echt schlecht gealtert. Ah, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Nee, eigentlich. Das wird. Das brauche ich. Stimmt das jetzt so? Schreibt mal autorisiert mit oder ohne H im Deutschen. Ja, aber Rakete ist deutsch und deswegen heißt die Rhinoza Rocket auf Deutsch auch Rhinoza Rakete. Ansonsten, ich werde schauen, dass ich die Gegner natürlich möglichst kreativ übersetze, entsprechend wie sie im Deutschen auch normalerweise heißen würden. Wie, was gibt's zum Beispiel? Ach, ich kann jetzt leider gerade kein genaues Beispiel nennen. Ich schau mal ganz kurz, ob ich vielleicht was. Ob ich vielleicht was habe, was ich schon übersetzt habe. Was ich vorlesen kann. Enemy Names. Was denn zum Beispiel? Ja genau, es gibt jetzt zum Beispiel den Mystery Metal Monkey. Den habe ich jetzt auf Deutsch zum Beispiel polierter Panzerprimat genannt. Also sowas in der Richtung. Oder der Balding Eagle ist dann halt der Glatzkopfseeadler. Und ach, lauter so Zeug halt. Also ich gebe mir auf jeden Fall eine Menge Mühe, dass die Wortwitze erhalten bleiben, aber halt trotzdem verständlich sind. Rhinoceraket, nicht Rhinoceraket. Es hört sich an wie Rotzrakete. Weißt du, so wie Rhinoceros und Rakete? Rhinoceraket? So, jetzt muss ich aber hier wieder autorisiert. Wo ist denn Auto? Auto? Ja,
ohne H. Habe ich richtig gemacht. Für autorisiertes Personal. Okay. Das scheint ja schon ein Textblock zu sein für New Park City. Boah, was heißt jetzt now showing? Wie übersetze ich denn das? Meine Güte. Was ist denn überhaupt noch weiter? Okay, das ist auf jeden Fall für Kino. Jetzt im Kino. Dann musst du sie machen besser mit deiner rechten Schreibung. Ich glaube, ich kann eine GmbH draus machen. Ja. Nimm den von. Ich hoffe, ihr mögt diese ganzen schönen Windgeräusche genauso sehr wie ich. Im Sinne von gar nicht. Nein, nicht laden, Quatsch. Ja.
Nee, halt anders. Göttlicher. Kicher. Keine Sorge, mein Lukas Amiibo guckt mir auch zu. Hund, was machst du da draußen? Da draußen ist mein Hund. Warum auch immer. Punkt, Punkt. Das ist nicht gut. So ist Punkt gut. An so viel Cats, also ist so Caps Lock, so viel. Nein, nicht break. Wait. Ich finde Speedruns cool. Ich bin nur schlecht im Speedrun. Ich glaube, das einzige Spiel, was ich wirklich gut speedrunnen kann, ist Day of the Tentacle. Aber ich gucke auch jedes halbe Jahr die GameStun Quick Livestreams. Also von daher. Ja, genauso lang gucke ich die auch schon. Es ist einfach erstaunlich. Also, wie viel Talent man dafür braucht, vor allen Dingen. Ich habe mal versucht, Undertale zu speedrunnen. Und ich glaube, das Beste, was ich geschafft habe, ist eine Stunde 50 für einen. Für was für einen Run? War das ein Pacifist Run? Ich glaube, es war ein Pacifist Run. Müsste ich nachschauen. Ich hab mir den mal aufgenommen. Earthbound zu speedrunnen ist sau schwer. Vor allen Dingen. Niemand haut dich deswegen übrigens, Klaus Lukas Flint. Also das ist, wegen einem Jahr ist es egal. Earthbound zu Speedrun ist voll schwer, weil heutzutage musst du diesen komischen Glitch ausführen, der dich direkt, also der dich von dem Zelt in Threed direkt zu Geiges bringt. Das ist total Wahnsinn. Das ist ja in einer Dreiviertelstunde oder so ist es ja gemacht, aber sowas erstmal hinzukriegen ist halt krass. Gott, super, wie übersetze ich es? Off-Limits? Dieser Bereich ist außerhalb ihrer Zulassung. Oh, Entschuldigung, ich habe zu viel gegessen. Off. Off. B-b-b-bim. Oh mein Gott, der Buch hat keine Übersetzung für Off-Limits. Das ist schlecht. What the fuck? Wow, das ist so viel. Also, Mario 64 habe ich auch mal probiert. Aber ja.
bin nie besonders gut darin gewesen. Metroid Zero Mission habe ich mal gespeedrunnt. Das war richtig gut. Da habe ich mir damals in der Schule, weil ich da so ein aufmerksamer kleiner Bursche war, habe ich mir ausgedacht, wie ich einen Low-Percent-Speedrun in Metroid Zero Mission mache und welche Items ich brauche und so weiter. Habe mir der ganze Stück für Stück, also Strichliste gemacht, damit ich aus dem Kopf, einfach nur aus dem Kopf, ohne dass ich das Spiel gespielt habe. Und habe es auch hinbekommen. Ja, aber ich glaube, das Beste, was ich in Metroid Zero Mission hatte, war 45 Minuten. Vielleicht 40 Minuten, weiß ich gerade nicht genau, für einen Any-Percent-Speedrun. Okay, jetzt brauche ich Off Limits. Google Translate, hilf mir. Ins Deutsche. Von dem Englischen aus. Hier. Off Grenzen. Fick dich auch, Google. Gesperrt. Teilzeitarbeit, nee, die Zeitarbeit. Sieben Stunden ist schon wesentlich weniger, als ich für einmal Kingdom Hearts 2 durchspielen bräuchte. Ich bräuchte wahrscheinlich 30 Stunden. Es ist auf jeden Fall einfach schneller als andere, sagen wir es mal so. Alter, wie viel Text hier schon wieder ist.
Ja, ich habe mir mal einen Speedrun angeschaut. Also, ich gucke regelmäßig, also nicht regelmäßig, aber häufig genug, Spike Vegeta zu, wie er Speedruns macht. Er macht zwar hauptsächlich von Kingdom Hearts 1, aber auch das ist schon krass genug, weil Kingdom Hearts 1 sich viel klobiger spielt als der zweite. Und meine Güte, das ist halt einfach so mindblowing, wie das einfach, wie das alles funktioniert. Welches Paper Mario? Ah, okay, der erste Teil dann. Ja, der ist auch interessant zum Speedrun. Weil es da halt auch einige Glitches gibt, die man super ausnutzen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich mich auf das Wii U Paper Mario freue, weil ich fand den 3DS-Teil relativ kacke. Und ich meine, der Wii U-Teil sieht super aus, grafisch. Richtig geil. Aber das gleiche Kampfsystem wie auf dem 3DS. Und warum? Das Kampfsystem war so kacke auf dem 3DS. Ich hoffe halt einfach, das hat ein bisschen mehr Story und so weiter als der 3DS-Teil.
Ja, wenn jedes Paper Mario so gut werden würde wie Paper Mario 2, dann würde ich mich auch freuen. Aber ich meine, okay, Super Paper Mario war jetzt auch nicht schlecht. Also im Gegensatz zu dem, was andere Leute immer sagen. Aber Sticker Star war halt... Bin schon wieder einen Block zu weit gerutscht. Dann mache ich den auch noch kurz fertig. Hey, wie gesagt, ich fange Sticker Star nicht so toll. Habe ich aber auch nicht zu Ende gespielt. Gecancelt. Meine Güte. Jetzt habe ich echt vergessen, was gecancelt auf Deutsch heißt. Sind dann wohl gestrichen. 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 Okay. Load State. Whoop, weiter geht's. Oh nein, was ist denn da passiert? Pause. Möglicherweise. Möglicherweise. So, jetzt muss ich mal schauen, was der Text ist genau. Einer von den. Das da, der Text. 08. Ach, nee, das ist doch der. Hm. Ah, shit. Ja, damn. Da muss ich noch irgendwas ändern. Ah, das kriege ich auch noch hin. Na gut. Das sieht ja lustig aus. An sonnigen wie an wolkigen Tagen. Im Gesicht. Holy crap! Mann, oh Mann, oh Mann! Wie kommt das R da hin? Wie kommt es da hin? Ja, scheiße, Mann. Da muss ich ja echt einiges... Muss ich ja echt einiges tun. Was genau ist das für reine für echt, oh Gott, mein Gott. Die Umlaute machen alles kaputt. Ich glaube, das Textfile ist da falsch gedingst, falsch formatiert. Naja. Was? Englisch? Hello, Frog. Punkt. Dann such nach oben. 263. 263. Oh Gott, das ist ein großer Block. 50 kann irgendwie. Teil 52.
What the fuck? Oh mein Gott, das ist ein riesiger Block. Und da werde ich eher den 203er übersetzen, bevor ich mit dem 293er anfange. 63er meine ich, Entschuldigung. Weil sich hier viel wiederholt. 42 habe ich definitiv übersetzt. Okay. What? 42 Strich. Weiter. Weitersuchen. Bis Zeile 42.1 kommt. Los jetzt. Ah, super. Wir sind noch unten. Okay, komm. Hier. Hup. Container. 42. So macht man das heutzutage. Aber 2. Warum ist das jetzt? Warum ist da eine englische Zeile? Okay. Ein Vertifels, ein Horizontifels. Mhm. Was? Okay, what? 27. Okay. Das ist also hauptsächlich ein Kopiervorgang. Ein Dings halt, ne? So, nächstes, check for repeats, ja, nächstes, check for repeats, ja, nächstes, da, da. Ach je. Ihr Leute redet Stuss. Wollte ich nur mal kurz so gesagt haben. Okay. Dann 203. That is a. Aber ich meine im Deutschen, im eigentlichen Text hätte ich das schon übersetzt. 203 müsste ich haben. Möglicherweise. Szene 203. Nein, tatsächlich nicht. Wow, cool, krass. Okay, shit. Tja, jetzt ist viel Übersetzen angesagt. Du, save stage. Du, reset. Ich schreibe mein Klein.
Ey, Miitomo, freue ich mich voll drauf, aber die sollen das halt auch langsam mal rausbringen. Ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass die in Japan das rausgebracht haben, auch mit allen Übersetzungen drin, und das jetzt hier in Europa und Amerika einfach gleiten lassen aus Gründen. Und jetzt im schlimmsten Fall noch den Release verschieben, was ich schrecklich finde. Ich will einfach nur die fucking App haben. Gib mir die blöde App, Nintendo. Warum fallen mir die einfachsten Worte gerade nicht ein? Struggle. Don't struggle. Ach, Google, hilf mir. Nicht kämpfen. Blöde Übersetzung, Google. Zum Kontext. Yeesh, wie übersetzt man denn Yeesh? Oh Mann, oh Mann. Klingt dumm, ist aber so. Schlägt, schläft. Thank you.
Irgendwie kommt mir das so vor, als ob ich gerade in einem sehr, sehr, sehr spoilerigen Block bin, der sich ziemlich am Ende zueignet. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Also genau, falls ihr keine Mother 3-Spoiler haben wollt, dann solltet ihr übrigens auch nicht hier dabei sein. Weil die Übersetzung ist natürlich voller Spoiler. Oh mein Gott, ist tatsächlich voll am Ende. Holy crap! Oh mein Gott, ich muss es wahrscheinlich auch komplett umschreiben, weil Gründe. Nein, habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube, Roxas hat letztes Mal davon schon gesprochen, kann das sein? Zumindest mal mit einem Hack irgendwelcher Art, der Mother 1, 2 und 3 in einen ROM verbindet. So, und jetzt noch 263. 63 ist komplett anders als der Rest. Was soll das? Und vor allen Dingen, was soll denn das? Irgendwo hat sich doch was verschoben, oder nicht? Das würde mich ja jetzt tierisch aufregen, wenn dem so wäre. Ich glaube, irgendwo haben sich da zwei Zeilen verdoppelt oder sowas. Und schiebt dann alles umher. Naja, ich glaube, gibt Schlimmeres. Aber woran könnte es liegen? Das ist doch eine Lüge, das kommt doch gar nicht da drin vor, oder? 42, 47. Doch, na tatsächlich. Aber das ist nicht die 47. What? Was ist denn da jetzt los? Irgendwas ist voll kaputt, Mann. Oh, wie finde ich das jetzt raus, was da voll kaputt ist? Das sieht noch richtig aus. Das auch. Das sieht noch okay aus. Wo wird der noch angezeigt? 42, 55. Schauen wir uns da an. Sieht auch richtig aus. 42.
Auch okay. 77 sieht auch richtig aus. 80 auch korrekt. 96 auch richtig. 180 auch noch richtig. 181 auch. 91 auch richtig. 91 auch. 203 auch richtig. 207 auch richtig. 49. Fuck you. Irgendwo da ist was schiefgelaufen. Da ist schon, hat sich schon um eine Zeit versucht. Wow, ey. Das gibt's ja nicht. Sorry, wenn ich jetzt gerade nicht auf euch im Chat eingehen kann, weil ich muss jetzt gerade hier echt rausfinden, wie das passieren konnte, dass sich die Zeilen so extrem verschoben haben. Immer noch verschoben. Aber hier scheint es richtig zu sein. Güte, hat er das jetzt wirklich so gemacht? 239. Bla bla bla, 253. You have the gold and blues. Da ist irgendwas. Das heißt eigentlich also da schon irgendwas. Oh mein Gott! Das hatte ich ja noch nie! Wie sieht es hier aus? Das ist auch verschoben. Das ist verschoben. Aber kann aber nicht stimmen, was ist denn da jetzt echt falsch, ey? 230, schau. Der darf nicht sein, okay. Ups, 229, der ist auch verschoben. Bei 28, 10, bla bla, ist auch verschoben. Damit ihr seht, was ich mache, habe ich mal hier. Ich muss jetzt nämlich gerade die ganze Zeit hier zwischen Notepad und Programm hin und her schlawenzeln. Um zu schauen, welche Zeilen sich verschoben haben. Kleine feine Süßigkeiten. Das habe ich letztes Mal übersetzt. Wie kann das jetzt an der Stelle sein? Da muss irgendwie ein Problem im Programm sein. Ein Fehler im Programm sein. 25. Julius Bett. 5. Hier stimmt's. Okay, dann bin ich jetzt nah an der Fehlerquelle. Hier bei Sasa. Eine schöne Vase. Das ist richtig. Schöne Vase. Das ist auf Zeile 2. Hm? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh Gott, ey. Hat sich da jetzt irgendwas reingeschlichen? Was ist das? 29. Okay, so ist das schon. Hat sich richtig 30, ihr könnt es schaffen. Auch richtig. Oh nein! Ich hab hier einen Scheiß gemacht. Die Zeile hat sich verdoppelt. Das ist sicher beim Kopieren vom Text passiert. Ihr könnt es schaffen. Das hier gehört weg. Richtig? Ja, das gehört weg. Also, Moment, erstmal. Also 2, 25, 30. So, wo haben wir dich? Glück. Container 225. Zeile 30.
Scheiße, was habe ich jetzt getan? Nein! Oh Gott, ich hab so einen Mist gebaut. Ich hätte nicht speichern dürfen. Wie ist es hier? Container 225. Zeile 30. Okay, aber das kann ich lösen. Ich habe das Ding alles in meiner Dropbox. Ich muss einfach nur eine ältere Datei runterladen. Oh, shit, Mann. Wie mich das ankotzt. Also. So, weg damit. Also wenn jetzt der Stream ein bisschen ruckeln sollte, liegt es einfach daran, weil ich halt jetzt natürlich im Internet rumkutschieren muss. Sieht man das im Stream? Nein. Wo ist der Login? Anmelden. Oh Mann, fucking Passwort-Scheißdreckteil. Wie ist mein fucking Passwort? Oh Mann. Oh Mann. Ich hab noch eine andere Möglichkeit. Hup. Andy, komm her. Hier kein Dropbox drauf. Doch, da. Vor 2 Wochen. Oh shit, die ist aber alt, die Datei. Aber da kann ich immer noch Zeug raus. Rausholen. Was denn jetzt? Och, Manometer. Was ist denn jetzt los? Danke, Klaus Lukas Flint, dass du mir jetzt folgst auf Twitch. Oh, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Kennen wird vergessen. Halt, ist es überhaupt eigentlich... Ach, kann ich ja nicht schauen. Gott sei Dank, ihr Kacke. And, no account with that email address. Was? Was ist denn jetzt gerade hier Phase? Funktioniert noch. So. Super, jetzt bin ich gerade, stehe ich gerade richtig auf dem Schlauch. Okay. Ich hab doch Handy. Ich hab doch Handy. Okay, zurücksetzen, weil ich dumm bin. Upsa.
Nice, kein Wort wurde gespeichert. Das ist schön. Lip. So, jetzt aber. Ich hoffe auch, dass es jetzt das richtige Konto ist, aber ich denke schon. Ja, okay. Zack. Mixed. Wo ist es denn jetzt? Achso, Quatsch. Dieser Ordner. Ja, was ist denn los, Handy? Warum begrüßt du? Ja, danke, ich weiß. Oh, Mann, oh, Mann. Das finde ich auch nett, dass du mich auf YouTube abonniert hast. Das fehlt mir ein bisschen, dass mir auf YouTube auch noch die Leute folgen. So, wie ist jetzt Script Mix. Datei. Runterladen. Dropbox. Hier und dort. Und dann heißt es jetzt mal Script Mix 3 speichern. Dropbox schließen. So. Alter Falter, wie mich das jetzt nervt, ey. Wie mich das jetzt nervt. Eigentlich ist es ziemlich kacke, weil jetzt habe ich einen Riesenfehler gemacht, indem ich die Datei auch noch überspeichert hatte. Und ich jetzt seit 2 Wochen meine Dropbox nicht mehr offen hatte. Das heißt, die ganzen Sachen von letztem Mal, die könnte ich noch rüberkopieren. Okay, puh. Jetzt muss ich nur schauen, welche Blöcke ich letztes Mal übersetzt habe. Zum Glück habe ich die Aufnahme auf meinem Computer. Hier. Und hier. Und vor 2 Wochen war es der 12. Ja. Beziehungsweise, wann vor 2 Wochen eigentlich? Wann wurde das letzt gespeichert? Dropbox, hilf mir nochmal. Ja, das muss. Ah, danke, dass du mir keine Uhrzeit dazu schreibst, du dumme Dropbox, du. Am 11. März steht hier. Hier steht 9. Juli 2014. Hä? Entscheide dich. 11. März. Wann war der 11. März? War ein Freitag, ne? Richtig. Das heißt, da muss ich in 2 Wochen Übersetzungen nachholen. Gut, das ist machbar. Muss ich halt dann nachmachen, wenn es offline ist. Gut, das mache ich später. Das heißt, jetzt wird es einfach ganz normal weiter übersetzt. Und zwar mit einer anderen Datei. Aber halt. Okay. Script Mixed 3. Drauf geladen. So. 2, 6, 3. So soll es richtig aussehen. Gut. Aber jetzt muss ich zurückgehen. So, alles, was ich heute gemacht habe, darf ich jetzt nochmal machen. Ah, das heißt hier. Das wird zurücklaufen. Das heißt, nee, scheiß drauf, das mache ich dann, wenn ich die Aufzeichnung anschaue. Jetzt wird so weit übersetzt, wie ich es bisher mache. Das heißt, ich kann auch den Spielstand laden.
heißt, ich kann den Spielstand laden. Das heißt, ich muss den Spielstand hier laden. Ich bin doch doof. bei welchem Block war ich zuletzt? Shall I record everything? Hello, I'm... Also halt, da ist ein Komma dazwischen. Hello, I'm a frog. 203. Zeile 5. Weil Zeile 49 haben wir schon. Genau. Aber es war ja auch noch richtig. War das noch richtig? Die waren noch, ah ja, genau. Der Block war noch okay. Dann habe ich da schon mal ein wenig mehr Glück. Hier war jetzt nur bla bla bla. Das hatte ich, das auch. Auch bla bla. Ich glaube, den hatte ich komplett. Genau, den hatte ich. Bei 63. Ab 66. I'm a broken slot machine. I'm a slot machine. Ah, nee, okay, ab Zeile 65. So. Richtig. Habe ich auch keinen Scheiß. Ja, genau. So, weiter geht's. Oh mein Gott, habe ich gerade Panik gehabt. Ich lasse jetzt die Musik noch ein bisschen aus, weil ich kann gerade keine Musik brauchen. Slot Machine. Ist eigentlich ein einarmiger Bandit, aber heißt auch ein Glücksspielautomat, ein kaputter Glücksspielautomat. Na komm, ich glaube, keine Musik ist auch doof. Na. Schreiben.
Bumschiffes. Die findet man überall. Einfach mal im Internet nach Mother 3 Wallpaper oder so eingeben. Ja, in der Suchen, nicht eingeben. Und dann findet man einiges.
Jetzt schauen wir.
zu deinem drittliebsten Mother 3? Was meinst du jetzt gerade genau? Ah, okay. Ja, das dauert noch ein bisschen. Wir sind ja erst bei 83. Liebe ich es. Und also ja. So. Ich muss dich leider enttäuschen, Klaus Lukas Lind, weil jetzt, jetzt kann ich weitermachen. Aber 86, ich versuch's mir zu merken. Okay, das Deutsche ist gut. Hätte ich vielleicht doch schauen sollen, ob das jetzt Deutsch oder Englisch war, was Flint gesagt hat. Ah. Deutsch. Okay. Nosependel. Gipfelfeder. Okay, gut, die Items habe ich wenigstens schon mal so weit übersetzt. Maske. Virenenkiefer. So. Na, schon. Ne, ich hab noch kein Monsterbuch, glaube ich. Ne, hab ich. Itembeschreibungen fehlen auch. Gut, okay. Hui, 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 da ist ja ein Fehler. Früher als der König von Oslo. Halt, Moment, Quatsch, das kann ich nicht. Bim, bim, bim. Geht ja gar nicht. Noch. Schon besser. Keine Sorge, ich komme schon noch wieder zu einem Block, der übersetzt werden muss. Dann ist es kein Problem. Dann werden wir auf jeden Fall noch zu Nummer 90 kommen. Da war gerade was, da war gerade was, da war gerade was. Welche Zeit war das? 26. An ihn Uts gelangen. An ihn zugelangen. Bla 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 bla. Oh Gott. Bla 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 bla. Alles noch. Das wollte ich auch noch schon auf dem Keller irgendwas anschauen. Kann was gibt. Nee, ich hab das da versehentlich A genannt. Und ich habe keinen Bock, den Namen zu ändern. Ich könnte eigentlich mit einem Safe Manipulator den Namen ändern, aber ich find's nett, wenn das da Aaaaaah heißt. Ach genau, übrigens, die Donnerbombe, die ich jetzt gerade eingesammelt habe, wird in jedem Kapitel neu gefüllt. Nur damit ihr Bescheid wisst. Immer mal hinter das Haus da gucken und die Donnerbombe einsammeln.
ich glaube, hier ist der. Ja, genau. Hier ist das war nichts. Oh, wenn es Kapitel 2 ist und es ein Schloss geht, kann sein, dass wir so schnell vielleicht doch nicht an den Block kommen, den ich noch übersetzen muss, weil ich meine, ich hätte schon das meiste, wenn nicht alles von Schloss Osohe übersetzt. Aber das werden wir gleich sehen. Hey, guck mal, Englisch. Also genau, der Charakter, der da spricht, die meisten wissen es vielleicht, aber, also wer das ist, aber der Charakter hat in meiner Übersetzung einen neuen Namen, keinen neuen Namen, aber einen abgeänderten Namen auf jeden Fall gegenüber der englischen Fassung. Aber da kommen wir gleich dazu, denke ich. Das ist ein Pirat. Arr! Ja, Fassad habe ich ganz leicht umbenannt. Nur wegen der deutschen Aussprache her. Wo sind wir jetzt? If you promise not to tell anyone. Thank you.
Guck mal, 93 Zeilen fällt mir gerade nur so auf. Holy crap. Dann will ich auch meinem Versprechen nachkommen, dass wir noch zum Song Nummer 90 kommen. Das ist weit. Erstmal 86. Und dann kommen wir schon noch dazu. Nein, Kumatora habe ich noch nicht benannt. Weil sie bisher noch nicht vorgekommen ist. Und sie wird wahrscheinlich Kumatora heißen. Ich kann sie auch Bärtiger nennen, weil das wäre eine direkte Übersetzung, aber das machen wir mal nicht. Neunzig kommt noch, keine Sorge. Ich lasse es alles schön durchlaufen. Einfach nur, um dich zu quälen. Ich meine, was Besseres fällt mir gerade sonst auch nicht ein. Außer dich zu quälen.
Tja, so ist das. Du bist in meinem Stream und in meinem Stream gelten meine Regeln. Und wenn ich sag, ich will dich quälen, dann quäle ich dich. So sieht's aus. Da ist es doch. Okay. Okay, shabby. Das heißt shabby. Ich glaube, ich mache die. Das gleich noch eine Stufe nerviger und hole mir eine Tüte Flips oder so. Dann heißt die ganze Zeit. Und dann wird meine Tastatur dreckig. Aber ich glaube, das wäre es wert. Schäbig. Ja, natürlich, die werde ich auch übersetzen. Alles, was auf Englisch ist, werde ich übersetzen. Auch das unten da, Favorite, was da schön umhertuckert, werde ich auch gucken, dass ich das irgendwie übersetzt bekomme. Aber ich glaube, das ist eine Grafik, die ich dabei bearbeiten muss. Aber in dem Sinne kann ich einfach Favoriten wahrscheinlich draus machen, denke ich. So, jetzt brauche ich wirklich eine Tüte Flips. Einen Moment. Eine Tüte Flips. So. Na. Natürlich, um dich zu quälen. Wo ist eigentlich Roxas? Ist der gegangen? Ganz genau. Ich mache alles, was ich hier tue, mache ich nur, um dich zu quälen. Dazu zählt auch das Übersetzen. Ha ha ha.
immer diese mehrzeiligen Dinger. Schauen, was für ein Item ist. Okay. Dann höre ich jetzt auf mit Übersetzen, weil es quält dich ja sonst nicht. Nein, keine Sorge, ich mach schon weiter. Ja, habe ich auch.
Ja, stimmt, genau. Frohe Ostern. Das wollte ich euch nicht auch alle wünschen. Frohe Ostern. Ganz wichtig. Ja, Rechtschreibung ist wichtig. Was ich zu Ostern will. Ich bin aus dem Alter raus, dass ich zu Ostern was will. Außer meine Ruhe.
Naja, ich brauche die Mother 1 und 2 Cartridge für den GBA nicht, weil ich kann kein Japanisch. Dementsprechend bringt sie mir halt nichts. Nach Erdnüssen. Erdnussflips. Gibt's in jedem Aldi.
Den Aussetzer. Auf Phobinet vielleicht nicht, weil das ist eigentlich die Webseite von Tomato. Außer es kann sein, dass er es dann halt ausstellen wird, aber ich werde es auf jeden Fall in erster Linie auf romhacking.net, glaube ich, heißt die Seite, ausstellen. Und überall, wo ich quasi die Möglichkeit habe, das zugänglich zu machen. Ich werde es im NeoGAF in dem Forum werde ich ihn ausstellen, sobald er fertig ist, weil ich da einen Account habe. Mein Blog werde ich dafür auf jeden Fall nochmal neu aufmachen und werden da ausstellen. Also, der wird schon rumkommen im Internet, definitiv. Thank you.
Natürlich wusste ich das. ich werde ihn auch in Mother 3 weiterhin als Porky, also P-O-R-K-Y, behalten. Weil Poki ist für mich zu. Naja, zu sehr am Thema vorbei, sage ich mal. Schließlich sieht er aus wie ein Schwein und Pork ist ja irgendwo auch Schwein, von daher, Das ganze Thema, sein ganzes Thema ist ja Schweine. Von daher. Ist Porky besser als Pokey?
Hallo Ridley's Cry. Ja, du bist spät dran. Sie ist ja schon 2,5 Stunden am Streamen hier. Hast ganz viel Action verpasst. Wie ich fast alles kaputt gemacht hätte. Minimal, um 2,5 Stunden zu spät. Ist keine Sorge, ich bin auch nicht mehr so lange da. Also ich denke mal so um 6 oder ein bisschen später mache ich auch Schluss. Ja klar, das wäre super, wenn du zukünftig mit dabei wärst, weil ich kann immer, also ich freue mich immer, wenn mehr Leute zuschauen oder mir auch einfach nur schreiben, hey, cool, dass du das machst. Also, vielen Dank.
Das wäre auch nett, Klaus-Lukas Flint, weil, wie gesagt, also ich kann alle Zuschauer gebrauchen, die ich kriegen kann. Zumal ich halt außerhalb von der Übersetzung auch andere Livestreams machen will, beziehungsweise auch mach, freitags zumindest. Und auch auf YouTube-Kanal kann ich jeden Zuschauer brauchen, der mir in die Finger kommt, sage ich mal. Das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich hoffe, ihr wisst, wie es gemeint ist. Es wäre natürlich schön. Dann lasse ich gleich mal eine Sänfte anfertigen, auf der man mich dann einfach durch ganz Deutschland tragen will. Das wäre doch super. Also ich meine, mir macht es aber auch Spaß, das Spiel zu übersetzen, einfach weil ich das Spiel, es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, definitiv. Und einfach die Möglichkeit schon zu haben, eine Übersetzung davon zu machen, ist so eigentlich schon ziemlich viel Ansporn damals für mich gewesen, als ich angefangen habe. Und ja, jetzt mache ich halt weiter und habe endlich mal einen Weg gefunden, wie ich mich selbst immer wieder dazu motivieren kann, auch das Ding weiter zu übersetzen, indem ich einfach die regelmäßigen Livestreams mache. Und ja, das ist mir, ist halt einfach, ja, eine Menge Motivation. Und Leute wie du sagen mir halt auch, dass sie das cool finden. Und sowas spornt mich dann wiederum mehr an. Also es ist echt so eine Art Perpetuum mobile, der sich von selbst antreibt. Einfach indem man gesagt bekommt, coole Sache. Und dann, ja, okay, dann mache ich noch mehr. Und dann macht man noch mehr. Und dann wieder coole Sache. Und dann macht man wieder mehr. Und bla 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 bla. Also danke auf jeden Fall nochmal für die netten Worte. Nope, was nope? Keine Sänfte machen oder was? Jetzt Meuterei oder wie? Kann ich ja gar nicht brauchen. Thank you.
Okay, also dann ciao Ridley und danke, dass du da warst. Den nächsten Samstag kündige ich auf jeden Fall wieder rechtzeitig an. Also im Facebook, auf meinem Twitter, eigentlich überall, wo ich es kann, kündige ich das rechtzeitig an, dass ich den nächsten Stream mache. Und das meistens schon ein paar Tage im Voraus. Kannst ja einen Wecker stellen oder so. Ja, ciao. Nö, habe ich jetzt auch nicht befürchtet. Aber wenn ich den Textblock hier fertig habe, also das heißt, ich bin jetzt bei Zeile 70 von 93, wenn ich den fertig habe, dann werde ich auch erstmal den Stream beenden und vor allen Dingen den anderen Scheiß noch übersetzen, der mir fast kaputt gegangen ist. Aber ja, bis dahin habe ich natürlich gern deine Anwesenheit. Nein, den Witz kann ich nicht übersetzen. Das ist ein Donkey Kong-Witz. Nein. Oh Mann, das ist jetzt wirklich problematisch. Das ist im schlimmsten Fall wirklich was, was ich wörtlich übersetzen muss. Dann geht der Wortwitz schon flöten.
Na, dann mache ich was anderes. Machen, dann enden wir den Witz. Ich glaube, so funktioniert es. Was genau willst du mir jetzt damit sagen? Ich hoffe, dass mir das nicht irgendwas kaputt macht. Ja, aber warum Gold kaufen? Ich verstehe jetzt gerade den Zusammenhang nicht.
Okay. Dann habe ich auch mal dazugelernt. Was ist das denn für ein Land? Bist du nicht aus Deutschland? Oder bist du einfach nur, oder meinst du Bundesland? Heißt es, ich bild mich dir jetzt nur ein, dass du in Wirklichkeit gar nicht im Chat bist und alles ist nur meiner Fantasie entsprungen. Ja, das stimmt. Auch wenn es nur, ich glaube, zwei Songs von denen in Mother 3 gibt, aber trotzdem sind zwei coole Songs. Oh, der Song ist so nervig. Der geht's auf die Ohren, wenn man Kopfhörer auf hat. Weil der die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oi, oi, oi.
Dismal. Nee, das ist düster. Betrübe pessimistisch. So, bald fertig. Ja, ein paar Songs sind von der N64-Fassung. Gerade, ich glaube, der erste Song von DCMC zum Beispiel gehört, glaube ich, schon zur N64-Fassung. Aber genauso das Love-Theme, also das Oberwelt-Lied quasi, das gab es auch schon in der N64-Fassung. Genauso wie, lass mich kurz überlegen, was war noch in der N64-Fassung? Ja, genau, das Lied, das dein Lieblingslied, die Nummer 90 war das. War, glaube ich, auch in der N64-Fassung schon drin. Ups, zu weit. Nein. Das da. Ja, genau. Das gab es in der abgeänderten Fassung auch schon in der N64-Beta. Oder, ja, Beta würde ich es jetzt nicht nennen, Alpha war es wahrscheinlich eher. Der Unterschied war, glaube ich, aber, dass der Beethoven-Anfang nicht war und dass direkt mit diesem Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum anfing. Und noch ein paar Abänderungen, aber ich bin mir sicher, es gibt ein Video, wo dieses Lied vorkam.
Okay, Safe Script. Gut, also das war's dann. Okay. Also ich bin dann fertig für heute. Eine Menge Zeug ist passiert, eine Menge Zeug ist übersetzt, eine Menge Zeug hätte ich fast gekillt. Aber wie gesagt, nächsten Samstag mache ich wieder einen Livestream und da könnt ihr mich wieder Fragen fragen. Da könnt ihr mich wieder auf andere Themen bringen als Mother 3, ist auch in Ordnung. Und ansonsten, wenn ihr was anderes sehen wollt, jeden Freitag versuche ich zumindest einen Livestream zu machen mit Spielen, die nicht Mother 3 sind. Und das dann allerdings auch auf Englisch. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt diesen Freitag mache, aber damit man Bescheid weiß. Das bittere Ende ist jetzt. Das bittere Ende kommt jetzt, weil ich bin jetzt dann fort. Ja, also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall dabei gewesen wart. Alle, die mitgesprochen haben, alle, die im Chat waren, alle, die auch eventuell plötzlich gegangen sind, ist gar kein Problem. Auf jeden Fall, das war es soweit von mir und bis nächstes Mal, sage ich jetzt mal so.